Der nächste Tanz ist der Runbox. Ein sehr kurzer Line Dance, ein Baby Line Dance könnte man ihn auch nennen, aber ein Vorwahl mit sage und schreibe unglaublichen 16 Counts. Lässt sich natürlich aber auch zu unglaublich hohen Geschwindigkeiten tanzen. Ich in meinem etwas gehobenen Alter mache es mir etwas gemütlicher, überlasse es den jungen Leuten, sich die schnellere Musik dafür auszusuchen. Wir beginnen mit zwei Schritten nach vorne, rechter Fuß beginnen. Rechter Fußschritt vor, linker Fußschritt vor und dann mit dem rechten Fuß ein Schappel nach vorne. Rechts vor, links nachziehen, rechts vor. Und dann einen sogenannten Seitschappel, linker Fuß nach links, rechts nachziehen, Schritt nach links. Dann einen zwei Schritte nur nach zwei Schritte nach rechts, das heißt, rechter Fußschritt nach rechts, linker Fuß neben rechten Fuß. Und dann machen wir wieder diese Fußbewegung, die wir schon mal gemacht haben in Line Dance heute, diesem DVD. Und zwar, wir belasten den Zehen vom linken Fuß und die Ferse vom rechten Fuß und drehen sie nach rechts. So circa 2 Uhr. Wieder zurück, absetzen und den Spiegelverkehr. Die Ferse linker Fuß belasten, Zehen rechter Fuß belasten und circa so 10 Uhr drehen. Wieder zurück, dasselbe noch einmal. Zehen linker Fuß belasten, Ferse rechter Fuß belasten, Richtung 2 Uhr drehen, wieder zurück. Dann der Schluss vom Ganzen ist, die Ferse vom linken Fuß belasten, Zehen vom rechten Fuß, aber dieses Mal wirklich eine Viertelumdrehung nach links machen, ans Kaff mit dem rechten Fuß. Ja, das war's schon. Da fängt der Baby Line Dance wieder von vorne an. Ich mache natürlich das Ganze jetzt mal noch in der Zellform, ganz klar, ist auch schnell erklärt. Wir haben mit dem rechten Fuß beginnend. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da war wirklich kurz. So, und da macht man das Ganze natürlich auch mit Musik. Ganz klar, hat es ein paar Sekunden, aber es macht Spaß. Ich verspreche es euch.